Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer nächsten Folge The Division, meine Lieben. Und ja, wie ihr seht, wir wurden resettet. Die Server sind tatsächlich abgestürzt. Das natürlich zu einem passenden Moment. Ich habe mich dort hinten hier aufgehalten. Ja, eine kleine Pause von 10 Minuten gemacht. Komme ich zurück. Server. Ah, super. Gut, da das tatsächlich sowieso ja außerhalb unseres Levels ist, 5 bis 9, wobei. Vielleicht machen wir dann erstmal das. Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der diese dort. Vielleicht hier hin? Hier? Nee, hier hin? Nee, hier hin? Blitzreise. Ach, eigentlich ist das gar nicht so weit. Das kleine Meterchen können wir auch laufen. Ja, mal eine Folge ohne Fatze-Camp. Nachdem ich die ganze Zeit hier allein war. Ja, sehe ich ein bisschen kaputt aus. Und da dachte ich mir so, wir gucken uns über den Hübschen hier an. Vielleicht habe ich euch vielleicht. Ich will mal so eine Motorhaube zu machen. Und so eine Tür zu. Okay. Ja, oh, Vögelchen auch noch. Hier, komm. Vögelchen hatten wir noch nicht. Die Schwalbe. Wir sind auch der Vogelmörder. So, vielleicht finden wir hier was Feines. Da war hier was? Nee, einfach nur ein neues Levelgebiet. Und hier müssen wir ein Püppchen suchen. So, da suchen wir uns noch mal eine Gruppe. Spielersuche, Schwierigkeit auf jeden Fall schwer. Wir wollen ja möglichst schnell hier leveln, habt ihr ja schon bekommen. Schwierigkeit schwer, Spielersuche. So, dann sind wir mal auf der Suche. Einsatz nicht beendet. Ja, ich bin ja auch noch mittendrin. Beliebtheit 2 Sternchen oder Strichlein. Ja, gute Information übrigens. In den nächsten 3 Folgen wird dann der Eye-Tracker auch zu sehen sein. Ich weiß jetzt nicht aktuell, wie viel ich pro Tag hochladen soll. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Also ich könnte wahrscheinlich momentan sogar pro Tag 5-6 Folgen hochladen. Hättet ihr natürlich richtig fett was zu lesen. Ah ja, ihr merkt schon, ich werde müde. Zu gucken. Ja, dementsprechend seid ihr natürlich immer live. Das bedeutet, nach 6 Folgen fängt der nächste Tag auch an, für mich. Das könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare hauen, würde mich interessieren. So kriegen wir auch schneller die 100 hin von Folge zusammen. Ansonsten wird sich das natürlich für euch etwas verspäten mit dem Eye-Tracker. Weil ich bekomme den jetzt morgen geliefert. Ich weiß nicht wann. Irgendwo morgens, also Mittwoch, ne? Irgendwo morgens, ja, weiß ich nicht, zwischen 8 und bis Schlussende. Und ich weiß nicht, wie lange PS tatsächlich unterwegs ist. I don't know. Und dementsprechend warte ich jetzt darauf. Und ich freue mich mega auf den Eye-Tracker. Kollege hat mir schon erzählt. Spitzending. Wir machen dazu natürlich ein Unboxing-Video. So, meine Kamera zeigt die ganze Zeit, dass sie aufnimmt. Aber ihr seht gar kein Bild. Spitzenleistung. Es ist zu spät, ne? Sind alle Homos. Kommt hier rein jetzt, da, Alter. Achso, bin ich doof. Und ihr sitzt da die ganze Zeit. Ach, drückt doch mal die Leertaste. Jetzt drückt doch mal die Leertaste. Jetzt drückt doch mal. Oh. Ja, hol von mir. Sorry dafür. So, erstmal ein Glas Kühlerchen. Ah, ich wollte keine Werbung machen. Ich meine natürlich so ein braunes Getränk. Braun-schwarz. Irgendwo so dazwischen.
ohne Kohlensäure schmecke ich gerade. Bah. Komm, Spielerchen suche. Ja, hätten wir eben schon einen Tabulator drücken müssen. Ich sag mal Tabulator, Alter. Komisch. Hört sich gay an. Gay Tabulator. Hm, komm. Na komm schon, nimm die Ewigkeit. Die Augen knuspern schon bald hier. Komm. So, dich werde ich natürlich gleich von Anfang an muten, bevor du mir auf die Eier gehst, Level 5 war. Hm. Level 8 da, sehr gut. Ein weiterer Agent ist Ihrem Team beigetreten. Jo, perfekt. Das sieht gut aus. Wir werden jetzt mal hier wunderschön den Level 5er... Ja, gut. Lassen wir den drin. Stumm schalten, stumm schalten. Yo. Where from? Can you hear me? Yes. Leider, you guys are level 7. Kann ich euch hören? Und das ist etwas, was ich nicht brauche. Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. In der Nähe befindet sich ein unspielbares Echo. So, Alter, die waren schon gut stark. Muss ich sagen, ich will Loot aktivieren. Oh, dann. Hier war irgendwie immer gerade noch jemand am Reden. Ich rann's nicht. Oh, ich glaub, was ich werd versteht krank. Er im Stummschalten? Hey, das Alter! Tut er gar nicht. Ein Agent aus Ihrem Team ist getroffen und braucht Unterstützung. I'm almost down, I can't do it anymore. Lad nach!
vielleicht sind wir das etwas falsch angegangen. Ich hatte auch nicht gedacht eben im Menü, dass ich dann da direkt drauf gehe. Ich wollte die Leute nur stumm schalten. Ich hasse das, wenn die hier allein abquatschen. Aber irgendwie will das Spiel das auch nicht. Ich habe keine Ahnung wieso. Sehr komisch, wird bestimmt noch gefixt. Alarm! Verbündeter Division-Agent getroffen! We really have to focus one by one now. Mann, ich will gar nichts fokussen. Ich will einfach nur, dass du die scheiß Schnauze hältst. Meine Fresse, du Kackbitch. Schieß doch! Er tut's wieder nicht. Ah, die Server laggen wieder. Und ich höre ihn schon wieder reden. Also das ist ein definitiver Bug. Verletzt und braucht Hilfe.
Alter. Schnell weg hier. Das tut weh. Geh weg, geh mal aus dem Weg. I'm distracting them. Oh mein Gott, Leute, Alter, das ist wirklich hardcore hier, ich unterstütze auch. Können wir die Sniper ganz gut gebrauchen. Ich hoffe, die ist voll. Hier oben runter snipen kann ich leider nicht. Schaden. Hä? Okay, one alive. Need help, please. Agent, ich muss Ihnen etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstation. Okay, Jungs, macht schnell. Und das passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, Sie glauben doch nicht. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überleben? Ekelhaft. Jeden Tag, ich Doktor. Jeden Tag. Hey, viel Glück, Agent. Das oder gar nichts. Seriously. Alright, let's do this. Wir wenigstens einen engen Shit fallen lassen. Hey, ja, ein bisschen was. Medikit, sehr schön. Noch irgendwas? Da hinten liegt noch was, aber ich laufe jetzt nicht zurück. Yeah. I'm glitched out. Son of a bitch. Gott, Alter. Haben die krass gemacht hier mit den fiesen Tricks hier. Den kleinen Bomben, Brandbomben um uns.
zurückzudrängen. Das ist schon verdammt schlau gemacht und grafisch auch echt geil. Goddammit, dude. What happened? Oh, I fucking glitched out. I keep falling through the map. Oh, that's fucked up, mate. Yeah, if you look down, I'm like way fucking way below you guys. Ja, der andere Kollege ist hier wohl rausgeglitscht, komplett aus der Map. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle ended. Zweite Waffe mal schnell nachladen. I just know, don't know why I can play fucking level 7 while I'm 5. Scheint jemand wohl leichte Probleme. Was um sie zurückzudrängen. So, nice. Auch das haben wir wieder gewuppt. Hey, sorry, dass ich immer zwischen diesen Sequenzen einfach meine Fresse halte. Das ist echt. Pures Adrenalin, ja, also das ist das, was bei WoW, finde ich, so ein bisschen fehlt, was hier mit drin ist. I hear a bomb somewhere. Gonna take them out. God fucking damn it. All right.
Yeah, I can't play it, man. Oh, Legendary, nice. Aber ich höre noch was. Wir schauen mal, ob wir es direkt anlegen können. Ja, auf jeden Fall. Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Wir müssen auf jeden Fall einiges mal ein bisschen umstellen. Wir müssen wissen, wo die Brandmunition ist. Ich weiß aktuell nicht mal mehr, wie ich die aktiviere hier. Ich hatte mal früher eine andere Config zur Beta und mittlerweile Ammo habe ich einen neuen Plan. Made it through. Holy shit, this is gonna be hard. You guys ready? Ah, we need to focus one, dude. One by one. Behind us, behind us, behind us! Ooh, good job. I'm down trying to come up. Can someone revive me? Yep. Alter, ist das krass, Leute, ohne Scheiß. Was für ein Fight. Nein, was macht er da? Gold Button! Komm auf die Stairs, minus. Komm auf die Stairs, minus. Ah, behind us, I can't fuck this. Here, come to me. Okay. Weil die Jungs jetzt hier. Thanks. Da ist so ein fucking Geschütz, das muss weg. Dieses Geschütz muss definitiv weg, meine Lieben. Lad nach, du Homo, du brauchst mir zu lange.
Das war richtig kranker Scheiß. Lang zum Nachladen, aber es lohnt sich. Wir machen auf jeden Fall einen verdammt guten Schaden. Meine Güte, Jesus, what the fuck? Those guys are so higher level than me. I died so fast. Scheiße, Alter. Sorry guys, I died so much. Oh, sorry. I think we all did. Ja, that's true. Ja, wir haben wenigstens noch vernünftige Leute erwischt. Bin ich ganz froh drüber. Macht Spaß mit denen. Ist halbwegs koordiniert. Und es ist wirklich hart, wie sie selber auch schon sagen. Man stirbt so schnell. Habt ihr auch gesehen, wie der Lebensbalken runterging. Oh, repair yourself for this one. Holy fuck, dude. Yeah, I need ammo, dude. Yeah, me too. There's no ammo crate. Oh, yeah, there was an ammo crate back here. Back here, before we Where? Start shooting, let's go back up here. Up here. Okay, I'm following you. Well, it's somewhere around here. It says it on the map. Oh, right down Maybe here. Down. Wir gucken einmal ganz kurz, Tastenbelegung. Down here, maybe. No? Where the fuck's it at? Hey so man, what's right up? Here. Can you hear me? What's up, guys? Yes, we can. Nice one, nice one. Really hard. This mission really hard. Yeah. Man. Holy really shit, yeah. Hard. What are you doing there? It's awesome, though. We're looking for ammo, but it says it, showing it on the. You're a nice group. Radar, but you're a nice group, guys. Oh, right here. No. How the fuck you get there? Oh, right here. Here we go, you guys. Back here. What are you doing? Come over here. Oh, that was a tricky one to find. Yeah, it was. Oh, perfect. This game looks so nice. I used a sniper rifle with 100% more damage on it.
I think we can use it here. Is there something here? Oh, you can found here something. Back tools. The climbing system looks really nice. Ah, ist auf jeden Fall eine gute Gruppe, die wir hier gefunden haben. Alright, I'm ready when you guys are. If you wait, we just spread a bit. Cold wait till here, eh? We have to do it good. I think it's smarter if we spread a bit. We have to do it good, guys. Not too much, though, because we're gonna need to be reviving each other. Yeah. Okay, the first one shoots, we go. Go. Alright, let's do it. Tanks, you have to shoot on the gas bottles. Oh, look at that gun fly! More gas bottles, guys. Alter, die Waffe verzieht aber auch die Sau, die wir hier haben. Let's move up, maybe. To your right, you guys. Bunch of them. Alter, das sind... Okay, Agent. Eine Einsatzgruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Das haben wir gepackt, sie werden Alter. Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter Maybe sind back dabei, for ja. Using ammo. Just dump down, I will heal you guys. It's just a little damage. Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. I can snipe from here. Also los, Agent. Okay. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Enemies are coming left side. Dwayne, be careful. Four. Five enemies. Danke, Doktor. Six, also they're los, coming. Agent. Come a little bit back, please. We can revive you here. What the fuck? I was stuck. Here we go. I think you have to come back, Dwayne. Holy fuck. Go back, go back, go back. Alter, das ist krass, was da abgeht. Oh my god. Oh my god, guys. Yeah, there's a fucking lot. Oh. Shit.
Got to the chopper! God, I wish there was a fucking chopper right now. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll, ne? Die hauen ja so krass rein. Behind you, Shul! Warnung! Ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe! Make me crawl to me. Go. Say heal if you need one. Richtig durch hier. One enemy left. Oh, I'm completely out of ammo on both my guns, so. I'm gonna grab some. Oh my god, guys, the chopper just came in time. Richtig übel. Richtig übel. Krasses Ding. Oh, we still gotta get the form. Son of a bitch. Need ammo. Guys, there is a crate here on top of the truck if you want loot. Where? Where? Here on top of the truck here. By me. By Fiber. There's a med kit over here as well. Yeah, but I need an ammo box. Go back to where we filled up. It's okay, back it's there. Okay. I can use other weapon. Okay. You need heal? Wait a second, please. Yeah. Thanks, sir. No problem. Machen ganz schön Schaden die Waffen, Leute. There probably must be an ammo crate somewhere close. Shit! Oh fuck, yeah. Guys, come up here, come up here.
Alter, haben wir dich getroffen? So, kurz nachladen. Wirklich das Nachladen. Sie macht einen verdammt guten Schaden. Aber es braucht halt ewig. Oh shit, oh shit, oh shit! Oh my fuck! So, den haben wir gleich down. Sure, I'm behind you. Can you revive me? He pawed me out. What's wrong? Sure! Yeah, I gotcha. I gotcha. He ports me outside of the game and inside now. Hey, what? Keine Munition mehr für die Waffe, meine Lieben. Oh, ist down, sehr nice. Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, haben wir ethnische wieder Gruppe, Alter, verdammt schwer. Da war Dings auf her, ey. 1 bis 10, dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach. Oh, da ist ein Package hier. Oder Minimap. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihre Leute? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Oh, right here. Lieutenant, funken Sie Dr. Campbell an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Oh mein Gott. Oh no. Oh, what the fuck is that? Diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. I'm just so fucking fast in this game. The guy in the net. Side, guys. Oh shit, that guy much more good. Much more enemies, guys. What yeah, what the fuck? Hook left side, left side. Hey, there's come on. We are down, we are down. Fuck! Oh my goodness, so much enemies.
LucasArts, dude, we all crawling like babies here now. That's not normal here. Oh my god. Oh my god. 15 enemies. So much. Pretty much stuck Jesus. Up here. Ey, das ist doch mega lächerlich, Leute. Guckt euch das mal an. Wait, you have to do it. It's clutch or kick. You guys can respawn, right? Or are you... We fucked. Can't. I don't know how this works. You have to do this. Do you have heal? Do you have heal? Yeah, he does. Okay, perfect. So stay clear. You can see that right at the bottom next to his name. This is a Matt kid. Alright. Yeah, I see it. Be careful, wait. Oh, we have to do all again. Oh, fuck you. What the fuck? A lot of flames. Oh mein Gott, Leute, Alter, guckt euch das an. Da oben schießen auf einmal Flammen durch die Gegend. Das ist richtig unter Beschuss. But you have a perfect pose. The position is really good. Ja, seine Position ist wirklich verdammt gut. Mein Englisch ist wirklich verdammt scheiße. Aber das ist mir auch egal. Die Leute verstehen mich. Ich verstehe sie und das reicht mir. Ja, wir kommen hier einfach noch nicht weg. What's wrong? Come down and revive. Can I do that? No. Don't. Yes, you can, but don't do it. Whoa. Oh, use medic. Okay, perfect. If this guy makes it, dude, I'm gonna eat my shoe. YouTube is watching you, guy. I'm record this. You have to do it. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich trinke erstmal einen Schluck. Boah. Comes up. Oh fuck. Use medic. Oh, you can't. Scheiße, Alter. You can do it. You have medic. Fuck. Verbündeter Division Agent getroffen. Ja, reported. Hey, that was close, I guess. Oh my goodness. Lost Scheiße, checkpoint. Leute, was passiert jetzt? Müssen wir jetzt alles normal machen? Oh, nice. Oh, okay, perfect. Restock real quick, yes. Wait a second, please. I so have to let's look go up. How let's to use fire. Can you guys give me a second? I want to look if I have a better gun, please. Sure. And look for special ammo. Hey, if you drink a soda, all that shit, eh? Do you get stronger? Soda, 30% skill cooldown reduction. You can drink water for get a better heal. Where do you drink that shit? Hold right on the D-pad. D-pad? New canned food. Huh? Yeah. What's wrong with you, computer? D-pad? What is a D-pad? D-pad. Oh, I'm playing with a controller. Why you do that? No, you're not. Why? Oh, hell yeah. You're... Dude, I love... What's wrong with I you? I don't need fucking mouse and keyboard. Okay, we want to run up. We want to run up. Let's go. We need to run up. Yeah, we're
I was. Come with me. Und wenn wir das nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. We can camp here. Boom! Get out of the way! All on spot for heal, come to me. Guys, let's try to focus one by one. Just focus on Martinez. I'll just keep sniping them if you guys want to just keep the little dudes off. Alter, das ist schon heftig hier. Gott, Leute, also das ist so krank. Viper and Dwayne, go on the same spot, I can heal please. Come to me, I want to heal. So, perfekt, das funktioniert bis jetzt ganz gut, Leute. Dieses Mal können wir es wuppen. Well done, guys. More enemies are coming.
Guys, behind you, behind you, behind you! Thanks, man. Alter, das Spiel ist so krank. Ohne Scheiß. Es ist so verdammt schwer auf schwer. Und es macht Spaß. Es macht auch richtig süchtig. Wie soll das erst mit My Tracker werden? I have no ammo. Yeah, I'm using my handgun. Ja, die Hauptwaffe ist leer. Good job, boys. Hier haben wir wieder ein bisschen Ammo. Gott sei Dank. Schnell ein bisschen nachladen. Ooh, Ammo nice. Sweet. Und wir können natürlich noch hoffen, dass wir gleich eine Ammo-Box finden. Und nachher vor allen Dingen mal den Loot durchgehen. Da bin ich nämlich gespannt, was wir an Loot bekommen haben. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Das wird eine lange Folge, Alter. Eine Mission, gleich 3 Stunden hier. Die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Well done, everybody, dude. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Have a nice day. So, wir können uns dann hier abseilen. Und loslegen. Ab zum Safehouse. Ne, müssen wir gar nicht. Wo sind wir eigentlich gerade? Alter, sind wir weit weg. Oh, hier ging es aber auch richtig ab. Vorne ist ein Safehouse. Das gucken wir uns doch mal an. Hey, die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben, von den Flüchtlingen meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ein neuer Beweis, den können wir uns nachher auf jeden Fall in der Basis reinziehen. Erstmal flüchten wir in unseren kleinen Unterschlupf. Wir schauen uns den zumindest mal an, wir waren da doch nie. Und ich muss wirklich sagen, das Spiel macht Druck. Das Spiel macht Laune, meine Lieben. Mein erster Eindruck ist nur positiv. Ja, minimale Bugs, natürlich. Welches Game betreten hat es nicht? Eines sicheren Bereichs. Aber Server laufen soweit stable und ich bin recht zufrieden damit. Und das sieht doch hier auch schon mal gemütlich aus. Find the sun, whatever the season. Sehr nice. Take what you need. Und hier sind wir auch schon im Safehouse. Jedes Safehouse hält Einsätze und Schauplätze von Kämpfen für Sie bereit. Angebote wie Händler. Ja. Munitionsversorgung, eine neue Neustartstelle sind ebenfalls vorhanden. Safehouse sind soziale Knotenpunkte, wo sich Agenten treffen oder die Spielersuchestation benutzen können, um eine Gruppe zu finden. Öffnen Sie die Karte, wählen Sie eine beliebige entsprechende Safehouse und drücken Sie Y, um per Blitzreise dorthin zu kommen. Ja, so kann man sich dann tatsächlich auf verschiedenen Stücken mit Leuten treffen. Finde ich sehr gut. Wir schauen mal in das Lager müsste leer sein. Ja, das ist es auch. Sehr schön. Und jetzt können wir mal gucken, wie wir, ja, was wir verkaufen. Oh, Munition erstmal mitnehmen. Was ich nicht habe, brauchen Sie nicht. Na, okay, wir vergleichen die mal mit unserer.
Alright, fellas. I'm out of here. Bye. Minimal mehr Schaden, minimal weniger Schuss. Ist nicht ganz so wild, könnte man sich auf jeden Fall gönnen. Wir schauen mal, was es hier denn noch gibt. Oh, 1100 Schaden. Ein Agent verlässt jetzt ihr Team. Oh, Alter. Da brauchen wir noch ein bisschen Kohle für. Das heißt, wir verkaufen jetzt mal ein bisschen was. Aber 500 Leben, ja? Das ist natürlich eine mega geile Sache. Ich denke mal... Leichte Weste, Bereitschaftsweste, extra Tötungs-EP. Da werden wir das hier weggeben. Hier kriegen wir sogar noch was oben drauf. Aber unser... Ja, ich möchte natürlich minimal auch aufs Leben gehen. Wenn wir sofort sterben... Ich weiß nicht, ob das eine Bombe ist. Wir lassen uns das erstmal offen. 2900 an Schaden, Fähigkeitsstärke geht noch weiter runter. Habe ich kein Problem mit. Das bedauern Sie nicht. Wir werden einmal kurz gucken, wie wir uns hier so ein bisschen den Charakter... Bisschen zerlegen müssen wir auch mal was. Auf der Suche nach was Bestimmtem? So, ganze 2700 nur, dafür ein ganzes Stück mehr Leben. Ihr seht es schon, das ist Tag und Nacht. 600 mehr Leben, aber dafür gerade mal 200 weniger Schaden. Da sollten wir auf jeden Fall mitmischen. Ja, das wäre eine Menge weniger Leben für tatsächlich... Also ich gehe da noch im Mittelweg aktuell. Ich halte das für schlau. Und wir kriegen bei dem anderen halt noch die XP. Ja, das ist irgendwie halt auch wichtig, ne? Also das muss man sagen. Weil diese EP bringt uns natürlich auch schneller dazu, wiederum besseres Gear zu finden. Na, 200 paar zerquetschte. Ja, ich denke, wir lassen das so. Wir werden jetzt nochmal mit der Waffe gucken. Nirgendwo gibt es mehr Auswahl. Ein bisschen müssen wir also noch verkaufen. Wir sehen es schon. Reichweite. Eigentlich die Reichweite ist gut genug. Vermindert Bedrohung. Mehr ging wirklich nicht. Das ist tatsächlich die Frage, wie weit ist denn die Pistole tatsächlich besser? Ich meine, wir haben hier tatsächlich... Sehen Sie mal hier.
So, dann können wir die andere Pistole auch noch verkaufen. Das macht ein bisschen alles Geld. Alles zu verkaufen. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte verkaufen. Sie jetzt leisten? Jo, nice. Auch die, ja, die Stabilität ist natürlich scheiße. Kopfschussschaden ist dafür höher. Scar H, 275 Schuss. Shot per Minute, 1100 Schaden, das ist natürlich schon ein mieses Ding. Was macht unsere Waffe aktuell an Schaden? 2000, nee, die macht, hat zwar 2800, 2900, das ist eigentlich. Ja, die Waffe behalten wir auf jeden Fall trotzdem dabei, falls diese jetzt hier nichts taugen sollte. Wir müssen jetzt natürlich ein paar Mod draufschrauben, beziehungsweise, ja, das müssen wir. Das heißt, wir modden die jetzt auch mal ordentlich. Gucken mal, was wir da haben. Was darf denn sein, ne? Vermindert Bedrohung auf jeden Fall gut. Wir haben hier anfängliche Stabilität, eine durchgehende Stabilität. Wäre besser, deswegen nehmen wir das. So. Wollen wir uns mal hier kurz anschauen. Wir stellen uns mal ein bisschen in die Ecke. Haben mal ein bisschen unseren Spaß. So, gehen auf Inventar, auf Aussehen. Oh. Irgendwie stacken wir jetzt hier in der Wand mit der Kamera. Passt natürlich outfitsmäßig perfekt zusammen, aber wenn immer was Dunkles. Laufschuhe. Ich möchte, dass wir ein bisschen wenigstens zusammenpassen. Jetzt haben wir eigentlich alles. Halstücher haben wir aktuell noch keine. Dann passt das soweit. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier. Daten. Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper und Medikamente. Was wir an den Proben, die Sie von den Menschen aus dem Bahndepot besorgt haben, sehen, ist, welche genetischen Veränderungen das grüne Gift bereits vollzogen hat. Und die sind bemerkenswert. Das heißt, es wird immer schwieriger, einen Impfstoff zu finden. Bemerkenswert, dass so kleine Mini-Videos mit reingebracht sind. An alle, haben einen möglichen Temp 30. Moment, ist er das? Oh nein, ich mache Meldung. Zentrale, hier Wagen 2-4. Wir haben Einheit 5-5 gefunden, ist verlassen, over. Verstanden, over. Heilige Scheiße! Scheiße, die sind hinter uns! Ist es. Los, fahr! Los, los! Zentrale, hier Wagen 2-4. Wir sind... Wagen 2-4, was ist da draußen los? Zentrale, hier ist Wagen 2-4. Wir sind... Wir werden... Stopp, zurück! Ich glaube, ich hätte Gas gegeben, die hätten sich dabei selber getötet. Und das nächste Video ziehen wir uns entspannt in der nächsten Folge rein. Also verabschiede ich mich und ja, ich bin raus. Haut rein!